Kame! Konnichiwa. Ore wa Apple Today to. Ore wa Today. Kakashi Sensei, Vegeta imonai. Ore wa Tekyo de okuru shimasu. Nigatsu no Gukui. E wa Etsurai no Toshiba no Deiro wa Tenteichiro wa Konnichiwa. Ya. Otosan. Entschuldigung, wisst ihr, wo es hier nach Namek geht? Nach wohin? Nach Namek. Wo ist das? Namek, das sollte hier irgendwo sein. Was ist das denn? Das ist ein Planet. Weil wir sind hier schon auf der Erde, oder? Weil ich sehe schon die ganze Zeit. Warte. Die Leute, die Menschen hier sind sehr schwach. Aber eure Kampfkraft geht. Ist okay? Ja, geht. Ja. Am Körper können wir arbeiten, aber stark seht ihr aus. Hi. Entschuldigt, ich war gerade auf dem Weg nach Konoha, aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe so ein mega anziehendes Chakra. Kennt ihr das, wenn man so eine Aura hat? Nee? Wie heißt ihr denn? Ich bin Frederik. Ich bin Steffi, das ist Laura. Laura, genießt jetzt gerade den, sozusagen, dass die Altstadt wieder auf hat und ein bisschen was gönnt. Voll schön. Außengastro hat zwar auf, aber ihr entscheidet euch für Gastro to go, oder was? Takeaway. Ja, ich war gerade auch auf dem Weg noch mir eine Nudelsuppe holen. Nudelsuppe? Ja. Das ist so mein. Richtig gute Nudelsuppe, ja? Ja, in Konoha. Da gibt es richtig gute Nudelsuppen, ja. Kannst du mir kurz helfen? Ich muss nach Namek. Wo? Nach Namek. Das müsste hier irgendwo sein, so ein grüner Planet eigentlich. Ein grüner Planet? Ja. Kommst du aus Düsseldorf? Ja. Hi, entschuldige. Kommst du von hier? Ja. Ich bin auf der Suche nach der besten Nudelsuppe der Stadt. Die soll es bei Hirafus geben. Weißt du, was es ist? Okay, eigentlich bin ich auch gar nicht auf der Suche, sondern ich fand deine Erscheinung irgendwie toll, wollte mal so sagen. Ich habe einen Freund. Du hast einen Freund? Also hast du schon jemanden, der dir sehr vertraut ist. Ich habe auch einen vertrauten Geist, meine Hunde. Danke. Aber gut. Entschuldige. Boah, ich würde voll gern mit dir fusionieren. Was? Ich würde voll gern mit dir fusionieren. Du hast die perfekte Kampfkraft für mich. Über 8000. Entschuldigt? Entschuldigt? Ich bin nur auf der Suche nach noch einem Buch, das Flirtparadies von Hiraya. Wisst ihr, in welcher Buchhandlung ich das bekommen kann? Entschuldigung, kannst du mir kurz helfen, solange sie telefoniert? Ich suche die Dragon Balls. Und wir brauchen nur noch einen. Ich suche die Dragon Balls, wir brauchen nur noch einen, weil du hast zwei und ich habe zwei kleine noch. Alter, okay. Und wenn wir den letzten finden, ja? Dann zeige ich euch meinen Shenlong. Ja, schön. Ihr bleibt jetzt hier. Sonst werde ich euch wegpusten. In meinem Laserstrahl. Okay. Ich werde mich auf jeden Fall gleich erstmal warm trinken. Trinkt ihr gerne Gin? Ja. Ja? Welcher ist euer Lieblingsgin? Mein Lieblingsgin? Dieser rosane. Hendrix? Keine Ahnung, wie der heißt. Der Rosa, ne? Ach so, nee, den kenne ich nicht. Also mein Lieblingsgin ist der Saiyajin. Den trinke ich immer Saiyajin Tonic. Das ist ein richtig geiler Zaubertrunk. Ja. Habt ihr den schon mal probiert? Ja. Der ist krass. Ich ja, trinke ja. den, trink den immer und dann abends immer schön magische Bohnen. Ich wollte euch ansprechen, ich finde euch süß. Ich brauche ja zwei Frauen. So stark wie ich bin, brauche ich immer zwei Frauen an meiner Seite. Ach so, okay. Können die eine kann mich nicht handeln. Da, wo man auch Wasserski fährt. Ich war da schon ein paar Mal Wasserski fahren. Das ist ziemlich cool da. Ja, oder? Ja, ist ziemlich cool, ja. Ich bin da immer so ein bisschen wie so ein Ninja auf dem Wasser, oder auf dem Wakeboard. Regelmäßig? Leider nicht, nee. Aber ich habe es mal eine Zeit lang gemacht an der Akademie. Aber irgendwann reicht es dann auch. Dann hat man ausgelernt, ist man sozusagen als Sensei durch. Irgendwann wird es langweilig. Irgendwann wird es langweilig, ja. Man muss sozusagen ja, das finden, worauf man Laune hat, wonach man strebt. Du wirst schnell sportlich werden. Hallo. Da kannst du... ich trainiere immer mit erhöhter Schwerkraft im Raum von Zeit und Geist. Kommst einmal mit. Bist in einer Stunde fit. Lachst du gerade? Ja. Lachst du mich etwa aus? Nein. Soll ich dich wegpusten? Mit meinem Final Flash. Und du läufst hier so als Superheld. Superheld? Ich bitte dich. Das ist unser Standard-Saiyajin-Anzug. Der ist maßgeschneidert. Jetzt mit mir nicht so auf ein Date gehen. Ich kann sogar deine Unterwäsche sehen, warte.
Rosa. Spaß, schwarz. Ich weiß. In Köln hat alles zu. Ja, ja. In Köln, das ist die Regel. In Varashinobel befolgt die Regel und bleibt dann aber auch zu Hause. Und hier hat halt was auf und dann kann man auch ein bisschen rumgehen, ja. Habt ihr aktuell keine Arbeit wegen Corona oder Homeoffice oder sowas? Also ich habe normale Arbeit. Ja. Nee, ich habe auch normal. Ich habe auch Homeoffice, aber sonst alles normal. Ja, ich habe auch Homeoffice. Vorher war ich immer auch im Office, klar. War dann immer so der Typ, der immer mit den ganzen Papieren rumlief. Am Kopierer war ich sozusagen der Kopier-Ninja. Habe immer so alles gegeben und jetzt im Homeoffice. Ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, er hat noch viel zu lernen, der Schüler. Ich hatte mal einen Schwanz und bei Vollmond verwandle ich mich in einen Affen. Da müsst ihr aufpassen. Wirklich. Also lieber wir treffen. Also eine treffe ich tagsüber, die andere nachts. Das passt dann schon. Wird animalisch mit uns. Seid ihr beide Single? Ja. Okay. Wie heißt du? Alina. Alina und Valentina? Ja. Oh. Süß, das passt echt irgendwie. Das passt echt gut zu mir. Wie heißt du denn? Vegeta. Wie? Vegeta. Du kannst mich auch mal Veggie nennen. Veggie? Ja. Ich muss gleich nach Hause, weil mein bester Kumpel Krillin ist gestorben. Oh. Und das ist eigentlich ein trauriger Tag, aber der stirbt öfter. Das ist schon okay. Ja, ich muss gleich auch noch zurück in die Akademie, Team 7 trainieren. Ja. Dort warten sie schon auf den neuen Schwänzigen. So nennt man mich. Ey, wart ihr Background-Tänzer oder was? Statistinnen? Ja, genau. Da haben wir so weiße Sturmhauben bekommen. Okay, also nicht so wie ich, so eine Maske. Wisst ihr übrigens, was ich unter der Maske trage? Mach eine Maske. Wow. Ja. Die Maske wird nie abgesetzt. Ein Lara Shinobi befolgt die Regeln. So, ich lasse dich jetzt mal hier in Ruhe. Hast Instagram? Komm, dann schreiben wir so wenigstens. Okay. Schreib du. Was macht ihr sonst in eurer Freizeit so? Pommes essen? Ja, Pommes essen. Also, wir sind eigentlich nur die Reiter. Also, sie hat noch ein eigenes Pferd. Ich habe kein eigenes Pferd mehr. Nicht schlecht, okay. Warum nicht? Wie kam's? Ich habe die verkauft. Weil, gesundheitliche Schäden hatte sie extrem, ja. Ah, okay. Ja. War nicht mehr finanziell tragbar. Ja, meine Schwester hatte auch mal ein Pferd, aber mein Vater, der weiße Reißzahn, hat dann irgendwann auch gesagt, reicht jetzt. Ja. Ist halt auch nicht so günstig. Ja, aber ich bin auch schon ein bisschen was älter. Wie alt denn? Was schätzt du? Keine Ahnung. Ungefähr. Wie wenn du sagst älter, ich weiß nicht, 30? Nee. Also wesentlicher, ich bin 140. Also wenn ich demnächst mal keine Lust mehr auf Nudelsuppe habe, dann würde ich sofort mit euch eine Pommes essen gehen. Wenn ihr mal Lust habt, habt ihr mal Lust zusammen eine Pommes essen zu gehen? Ja? Ja, cool. Sollen wir eine WhatsApp-Gruppe machen oder sowas? Okay, dann diktier doch mal, dann mache ich die. Ja, ich diktier das. 0176. Ja. Und bei dir? 0152. Ja. Und? Das war's? Ja. 789, 789 oder sowas. Cool, ja, dann mache ich noch eine Gruppe. Und dann gehen wir Nudelsuppe essen. Ah nee, das waren die Pommes oder was? Okay. Sehr cool. Und jetzt gibst du mir noch deine Nummer, damit wir echt auf Ibiza schreiben. Ja, dann komm, dann sag mal. 0174. Ja. Ja. Nein, ich muss dich einen Spruch bringen, weil wir ein YouTube-Video machen. Darf ich das verwenden? Können wir das verwenden? Oh, aber meine Antwort war voll böse. Nein, die war super. Okay. Das ist genau richtig. Danke euch. Omae wa nushi wa da shinji kuru wa dokkiri shimashita. Spaß. So Leute, das sagen die Frauen zum Thema Animes. Ja, es war echt schwer, aber cool. War auf jeden Fall super geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren, was euch so gefallen hat. Und immer daran denken, immer up to date bleiben.